hat mir gerade erleuchtet, dass hier unten noch ein Gang ist. Und wir sind Level 13, yeah. Oh, Torbosse, die will ich ja nicht mitnehmen. So. Hier ist ein bisschen Wüste. Shuriken. Sand mitnehmen. Ja, ich habe ein bisschen die Motivation von bei Regnum verloren. Ich habe zwar lustig gehabt im Chat, da es war ein Game Mode, der sehr lustig war. Und ich habe natürlich meine Ironie und so spielen lassen, mein Humor. Und ja, oh, fast hätte ich die ausgelöst. Aber eben spiele ich, 45 ist einfach schon zu hoch für gut XP zu bekommen, also Erfahrungspunkte. Und deshalb brauche ich ewig, um meinen Papa zu leveln. Ich will nicht hosten, ich will was in die Welt. So. Hier haben wir noch ein paar Sonnenblumen. So. Steve! Steve heißt der Minecraft-Charakter. Wahrscheinlich haben sie den als Anspielung gemacht. Ich sehe Magic Mushrooms und bin bekifft. Nicht schon wieder das blöde Wasser. So. Und jetzt können wir uns durch den Baum. Ah, wir sind schon. Also oben ist schon offen. So. Schade, dass wir den Baum nicht umstellen können. Einfach so ganz easy. Jetzt haben wir ganz viel Holz. Haha, ich habe ihn unter mir durchbohrt. Also ich wäre fast auf ihn drauf gesprungen. Aber haben. Besiegt, bevor ich drauf gesprungen bin. Pack die Shuriken aus! Ich will mit Shuriken kämpfen. Schöner Hintergrund, kann man den abbauen? Ah, das ist so
vom Dschungel, aber ein spezieller Dschungel. Abschnitt. Aha, es gibt mehrere Dschungelwände wahrscheinlich. Yellow Gegenwart. Ah, das ist das Geschenk. So, hochbauen. Kann man hier abbauen. Aber es hinterlässt nichts. Irgendwie wechselt das Ding nicht manchmal. Wenn man die Zahl drückt oben, wechselt es manchmal nicht bei mir. Keine Ahnung wieso, wenn es einer weiß. Wäre ich sehr dankbar. Schaffen wir es durch den Dschungel. Hier ist schon ein Menschenfresserart. Das sind hier Snapper, die niedrigen. Ja, 100 Schaden, genau. Raus hier. So, gehen wir die normale Welt. Und legen das Zeugs mal rein, was wir gefunden haben. Kurz mal schauen, ob wir es craften können. Wir können uns ein Kaktusschwert bauen. Das will ich unbedingt. 43. 35. Oh, wir sind voll. So. Ja, toll, nur Blöcke. Sind die so selten, die aus Gegenstände zum Anziehen. So. Nein, nicht hier. So. Also, das Gold schmelzen wir noch. Boden lassen wir. Schwer können wir weglegen. Das Eisen und Silber, das Gold und Silber schmelzen wir. So, reinlegen. Gut, Silbererz reinlegen. Sonst ist gut. Gehen raus und gehen in die Höhle. Die am Spawn war bei der Welt 4. Ist noch recht schnell. Ja. Schon vorbei ist.
Müssen wir uns halt diese Höhle selber graben, aber halb so schlimm. Geht nicht so langsam wie bei unten auf Beispiel. Also Survival spielen, wo man Witze bauen kann. Es geht schneller. Was erledige ich jetzt da für Müll? Ja, den Stern brauche ich jetzt nicht. Magier werden wir noch nicht, weil wir noch nichts mit Magier-Sachen gefunden haben. Aber sobald ich jetzt finde, schaue ich, dass ich auch Magier-Sachen machen kann. Im Beispiel brauchen wir hier mehr von diesen Edelsteinen, um einen Stab herzustellen. Und der Stab ist richtig genial. Auch wenn es nur der Topo-Stab ist. Aber wir können. Ja, hier ist Topos auch noch. Ja. Ah, der Topo-Stab ist der zweitschlechteste, genau. Der Amethyst-Stab ist der schlechteste. Aber wenn wir einen Topos-Stab herstellen können, wäre er sicher nice. Und ein Herzcontainer. Das hilft uns sehr weiter. Lebenskristall. So, das Ding brauchen wir nicht mehr. Das Zinn. Und noch mehr Amethysten. Da oben sind auch noch ein paar und Smaragde. Sehr schön, sehr ergiebige Höhle hier. Wir haben einen Statuspunkt. Defensive. Wir können danach mal einen offensiven Charakter machen. Wir müssen ja eigentlich nur einen Charakter machen, ihn ausrüsten. Und dann noch ein bisschen leveln. So. Und zuerst mal ein defensiver Charakter ist gut. Am Anfang, wenn wir noch nicht alle Items haben. Weil die Gegner werden trotzdem schnell sterben. Und ja. Später mit der Turtle-Rüstung ist es einfach nur awesome. Und den Vampir-Knives, die sind unbesiegbar da. Also die Gegner sind so stark da. Aber das glaube ich nicht. Und mit den Bossen bekommt man 10 Levels am Anfang oder mehr. Das ist doch sehr gut. So, das ist Dämonit-Erz. Das können wir noch nicht abbauen mit einer Bleispitzhacke. Aber bald mit einer Goldspitzhacke oder Platinspitzhacke geht das. Hier ist noch Silber. So. Sehr schön, hier ist noch Tungsten. Aber wie heißt das jetzt schon wieder? Wolfram, genau. Ist nicht so ein bekanntes Erz, darum kam es mir nicht auf die Zunge. Hier ist ein bisschen blaues Moos. Aber das kann man leider nicht abbauen.
suchen jetzt nicht speziell nach Herzcontainer, die finden wir unten recht viel. Wir sind jetzt bald in der Steinwand-Hintergrund-Ebene. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Einfach mittlere Ebene oder so. Oh, hier ist ein Stein. Also eine Falle. Aber dann können wir auch von oben an abbauen. Aha, das war die Falle mit dem Stein. Und das ist die Falle mit diesem Knopf. Oh, hier ist ein Mutterschlamm. Da ist noch eine Falle. Ist ein Druckknopf zu sehen. So. Ich zeige euch natürlich in diesem Let's Play auch sehr gute Taktiken gegen Bosse, gegen andere Gegner und so weiter. Spinnendungeon. Sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich sie überlebe. Voll viel Schaden. Bleiben wir. Was sind das für Teile? Ah, kann man überhaupt an. Wir gehen mal hier rüber. Da ist keine Spinne. Ist noch eine Falle. Die lässt man auch gut aus, wenn wir hier einen Stein fallen lassen und einfach zerbrechen lassen. So. Hier ist noch Amethyst. Rubin. Ja. Ich wollte drüber springen, aber ging dann doch nicht. Ja, da haben wir noch nichts zu suchen. Im Spinnendamm, also Spinnengebiet. Jo, was wollen wir jetzt noch machen? Ich müsste eigentlich jetzt aufhören. Okay, wir sehen das nächste Mal wieder. Ich hoffe, so bald wie möglich. Und ja, wenn euch das Projekt gefällt, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr dürft mir Wünsche geben. Dürft euch also etwas wünschen. Vor allem in der Weihnachtszeit ist das sehr, sehr gut. Und hilft mir auch sehr weiter. Also mir hilft es, wenn jemand diese Dinge wünscht, weil ich dann viel mehr Reaktionen von euch, dann weiß, was ihr wollt, oder? Wenn ich nur stur Let's Playe, dann kann es sein, dass viele es nicht wollen oder so. Und so ist das prima für mich und für euch. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.